Als ich angesprochen wurde, ob ich diesen Vorsitz übernehmen möchte, habe ich gerne und sofort zugesagt, weil ich glaube, dass ein Gremium, das einen direkten Dialog ermöglicht zwischen Vertretern der Kommunen, Landräten einerseits und der Immobilienwirtschaft andererseits, besonders zielführend ist, um die großen Herausforderungen am Wohnungsmarkt letztendlich zu lösen. Die Immobilienwirtschaft ist natürlich finanziell und auf der materiellen Seite das größte Gestaltungsinstrumentarium, das Stadt heute überhaupt ausmacht. Und wenn wir heute in einen Dialog kommen wollen, und zwar zwischen Immobilienwirtschaft und der Kommunalpolitik, dann bedeutet das natürlich, dass dieser Dialog verändert, verbessert, vertieft werden sollte, um daraus dann Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen. Ich denke, gerade das Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen hat gezeigt, dass man am Tisch zusammen gute Lösungen finden kann. Und für uns Erzieher fehlte jetzt noch ein Lückenschluss, weil wir schon auch gesehen haben, dass wir vieles, was wir auf sogar europäisch oder auch auf nationalstaatlicher Ebene für richtig und umsetzungsfähig erkennen, aber dann natürlich auch vor Ort lösen müssen. Und deswegen ist die Diskussion für den ZIA zusammen mit den Kommunen unglaublich wichtig. Ich glaube, wir werden dort gegenseitig Positionen aufzeigen können, Verständnis für die jeweilige Position entwickeln und diese aber auch gemeinschaftlich weiterentwickeln können. Wenn wir wirklich die Herausforderungen anpacken wollen, auch wirklich mehr Wohnraum zu schaffen, auch vernünftige städtebauliche Qualität herzustellen, geht es nur im Miteinander. Und die Geschichte der Städte zeigt, immer dann, wenn auch Investoren gut zusammengearbeitet haben mit der Politik vor Ort, dann sind auch gute Lösungen entstanden. Erst einmal will ich den ZIA beglückwünschen, dass das gelungen ist, die Kommunalpolitiker mit den ZIA-Mitgliedern an einen Tisch zu holen. Denn genau das ist der richtige Ort, über die Lösung kommunaler Probleme, genau aus Sicht von Oberbürgermeistern und Bürgermeistern, von kommunalen Vertretern als auch von Investorenseite anzusprechen. Denn in der Kommune müssen die Probleme gelöst werden. Hier im Kommunalrat ist ein großer Wurf gelungen. Hier ist nämlich in der Tat ein runder Tisch von Experten unterschiedlicher Sichtweisen. Wir haben hier die Immobilienwirtschaft, die rentierlich arbeiten muss. Wir haben hier die Kommunalpolitik, die sozial rentierlich und nachhaltig arbeiten und denken muss. Und wir haben die Wissenschaft, die deutlich Hinweise gibt, was denn vernunftbegabt ist und was weniger vernunftbegabt ist. Und da ist der Vorstoß jetzt des ZIA genau richtig, die verschiedenen Akteure auch mit der kommunalen Ebene zu vernetzen, dass es da einen Erfahrungsaustausch gibt und man auch gemeinsam darüber nachdenken kann, welche Veränderungen es braucht, um das Bauen, um den Wohnungsbau wieder schneller möglich zu machen und nach Möglichkeit zumindest in den Preisen, in der Preisentwicklung zu dämpfen oder vielleicht auch hier und da sogar günstiger zu machen. Es ist völlig klar, wenn wir das Hauptproblem der wachsenden Städte lösen wollen, das ist die Zurverfügungstellung von genügend und vor allem bezahlbaren Wohnraum, dann können wir das nur partnerschaftlich machen, Immobilienwirtschaft und die Städte. Diese riesige Aufgabe, Hunderttausende Wohnungen zu bauen in den nächsten Jahren, die können wir nur gemeinsam leisten und schaffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir neben Bund, Land und Kommunen jetzt auch mit der Immobilienwirtschaft in einem regelmäßigen Dialog eintreten und das eben auch auf Verbandsebene machen. Eine Kommune, die versucht, Flächen auszuweisen, ohne im Grunde einen Partner auch mit der Vision an der Seite zu haben, tut sich ausgesprochen schwer. Umgekehrt fällt es auch der Immobilienwirtschaft schwer, gegen eine Verwaltung ein Projekt voranzutreiben. Und es geht darum, für die Menschen vor Ort die bestmöglichen Lösungen zu suchen. Sie stehen im Mittelpunkt. Unsere Bürgerinnen und Bürger, die unter Wohnraumknappheit leisten, die Gewerbetreibenden, die Werbeflächen verzweifelt, muss man sagen, in Teilen suchen. Und dort müssen wir im Grunde aktiv werden. Wir haben ähnliche Probleme. Wir haben gemeinsame Aufträge. Wir müssen viel, viel tun, damit wir auch an die Politik die Forderungen stellen können, die möglich sind zur Erleichterung der großen Aufgaben in unseren Kommunen.
Und ich denke, das ist heute gelungen. Es war grandios. Ich freue mich auf die Zukunft. Wir kriegen vor Ort die ganzen Projekte ja auch nur dann abgewickelt zugunsten der Bevölkerung, wenn man es schafft, mit der privaten, mit der öffentlichen und der genossenschaftlichen Bauwirtschaft gemeinsam auch Verabredungen zu treffen über Ziele. Es geht eben auch darum, wechselseitig Verständnis zu entwickeln. Es gibt sicherlich das gemeinsame Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich glaube, da sind wir uns sehr schnell einig. Und es gibt auch das gemeinsame Ziel, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. Weil es gibt natürlich nicht nur prosperierende Regionen und Städte, sondern wir haben natürlich auch Städte, die mit Bevölkerungsschwund zu kämpfen haben. Und auch da brauchen wir für die Menschen gute Lösungen. In der Tat. Die Unterschiede zwischen Ruhrgebietsstädten und Städten in Bayern, zwischen Ostdeutschland und auch Regionen wie in der Pfalz, sie sind unterschiedlich und die Herausforderungen. Aber wir haben im Grunde in Deutschland auch im Bundesraumordnungsgesetz verankert eben das Thema Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen. Und das ist auch etwas, was die kommunale Familie eint und wo wir sagen, wir wollen gerne auch eben, dass es hier ein Stück weit vorwärts geht, damit eben keine Disparitäten, großen Unterschiede in der Lebensqualität sich entwickeln oder auftauchen. Als Landrat bin ich natürlich froh und dankbar, dass auch die Landkreise vertreten sind. Denn ich denke, dass auch wir Lösungsansätze bringen können, Flächenverfügbarkeit und Ähnliches. Für eine Stadt ist das schön, wenn sie sieht, dass sie kein Mauerblümchen ist, sondern dass sie ja, sexy ist, wo also dann auch Investoren gerne hingehen. Wir haben heute eine Situation, in der alle Zukunftsaufgaben, die Stadt berühren, auf die ein oder irgendeine andere Weise mit dem Bauen zu tun haben. Und es sind nicht in den meisten Fällen die öffentlichen Unternehmen, sondern es sind die privaten Unternehmen, die diese Bauaufgaben bewältigen. Es gibt ein gemeinsames Interesse, eine gute Wohnraummobilisierung, eine gute Gewerbeentwicklung und das mit einer guten Infrastrukturentwicklung zu verbinden. Unterschiedliche Sichtweisen, die wir hier austauschen. Wir müssen, wenn wir ehrlich sind, auch immer unseren Bürgerinnen und Bürgern sagen, dass das kein Thema ist, das ein Akteur allein bewerkstelligen kann. Wir als Kommunen werden diese Probleme nicht in den Griff kriegen und wir brauchen sowohl, wenn es um die Infrastruktur geht, Schulen, Kitas, aber eben insbesondere beim Thema Wohnen, weitere Partner. Wir haben in Dortmund eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass es, wenn Sie wollen, eine gewisse Arbeitsteilung gibt zwischen der Kommune einerseits und den Investoren andererseits, dass wir einen Rahmen setzen, Orientierung geben, nicht nur über die Planung, sondern auch sozusagen über Themen, die beispielsweise für Quartiere stehen in der Entwicklung, dass wir dann auch die notwendigen Voraussetzungen schaffen, die Infrastruktur schaffen und dann aber eben die privaten Investitoren ja ihren Job machen und die, wenn man so will, abgesteckten Bereiche dann auch mit ihren Projekten marktgerecht, aber auch stadtgerecht nachher auf den Weg bringen. Ich glaube, der Trade-off muss sein, dass wir sagen, wir stellen der Immobilienwirtschaft zügige, effiziente Verfahren zur Verfügung und die Immobilienwirtschaft committet sich, unsere städtebaulichen Ziele, unsere wohnungspolitischen Ziele zu verfolgen. Und es ist eben insbesondere, dass wir genügend auch bezahlbaren Wohnraum in unseren wachsenden Städten haben. Und deshalb sagen wir beide, dass die ZIA genau die richtige Einrichtung dafür ist. Das ist doch genau das, was ich sagen wollte. Beide sprechen nicht immer dieselbe Sprache und wir verfolgen häufig unterschiedliche Ziele und die müssen übereinander gebracht werden und dazu bedarf es entweder einer direkten Kommunikation oder kluger Übersetzer. Flächenverfügbarkeit, das wird der Schlüssel zum Erfolg sein, damit wir gemeinsam erfolgreich sind. Wenn
wenn das Thema Bauen, Wohnen, Mieten zu den großen sozialen Herausforderungen gehört, dann ist es unser aller Aufgabe, nahe Lösungen am Markt zu finden, vor Ort zu finden. Und diese Aufgabe übernimmt der Kommunale Rat, additiv natürlich zusätzlich mit den kommunalen Spitzenverbänden, die als Dauergast eingeladen sind. Und ich finde das eine tolle Einrichtung, um eben unmittelbar die Probleme lösen zu können. Wir sind in den Städten, sind wir wachsende Städte, fast überall in Deutschland. Das ist ein sehr guter Trend. Und deswegen sind das auch neue Herausforderungen. Wir haben die Herausforderung in der Flüchtlingskrise immer noch auch zu bewältigen, was Wohnraum angeht. Und wir müssen natürlich auch mit neuen Bedürfnissen umgehen. Wir können sogar Zukunftsfragen hier gemeinsam besprechen. Also auch die Herausforderung der Digitalisierung für diesen Bereich zum Beispiel ist eine hochspannende Frage. Und deswegen, da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir da zu guten Ergebnissen kommen werden. Da einen offenen Dialog zu führen, das ist meine Erwartungshaltung. Und nicht nur die Probleme zu erörtern, sondern gemeinsam Antworten zu finden, die dann auch an Bundesregierung und Landesregierung weitergegeben werden, wo wir dann hoffentlich den richtigen Rahmen setzen können für mehr Wohnungsbau, für mehr Investitionen in unseren Kommunen. Da werden neue Vorschläge rauskommen, davon bin ich wirklich überzeugt. Und wir kriegen auch noch mal einen besseren Informationsfluss, gerade weil die großen Themen, die wir anpacken müssen, gleichzeitig natürlich von allen erkannt werden müssen.